Wir steigen jetzt in unseren fachlichen Vortrag ein. Bevor wir unser Beispiel mit der MBWork Suite bearbeiten, noch einige allgemeine Grundlagen zu dem Bauteil wandartiger Träger. Beim Bauteil wandartigen Träger befinden wir uns bei einem Bauteil, was in einem Geschoss angeordnet ist. Wir sehen das hier auch in unserem Beispiel. Das heißt, ein Bauteil, eine Decke, grenzt oben und ein Bauteil grenzt unten an. Damit haben wir Folgendes auch zu beachten. Das werden wir dann in der Folge in der Anwendung im Mikrofil sehen. Wir unterscheiden beim wandartigen Träger die eine Situation Decke oberhalb, also ein Bauteil grenzt oben am wandartigen Träger an, und die Situation Decke unterhalb, das heißt die Decke grenzt unten an das Bauteil wandartiger Träger an. Und damit ist klar, das wissen Sie, dass wir Lasten auch aufhängen müssen, damit diese Lasten in dem Bauteil vorhanden sind. Gut, weiterer wichtiger Hintergrund, bei einem Bauteil wandartiger Träger trifft die Bernoulli-Hypothese nicht mehr zu. Das heißt, das Ebenbleiben des Querschnitts ist nicht möglich bei der Bauteil, bei dem Seitenverhältnis. Das heißt, eine Modellierung wie ein Biegebauteil als Überzug beispielsweise oder Unterzug wäre nicht zutreffend. In der Regel arbeiten wir dann mit anderen Lösungen, wie zum Beispiel einer Scheibenmodellierung. Ja, die Erfahrung zeigt, wenn wir mit Ihnen, mit unseren Anwendern sprechen, dass es in der Vergangenheit bei der Arbeit mit wandartigen Trägern im Wesentlichen drei prägnante Fragen gab, die an uns herangetragen wurden. Wichtigste Frage: Wie wird das Bauteil sinnvoll modelliert? Gebe ich einen Unterzug ein, einen Überzug? Wie hoch wird das Bauteil? Also das war somit die wichtigste Frage, die uns immer erreicht hat. Aber auch weitere Fragen, detailliertere Fragen, wenn wir an die Lastweiterleitung denken, mit zum Beispiel dem Modul M161, Lastübergabe, Lastübernahme. Wie können wir korrekt die Lasten in unserem Tragwerk abbilden? Auch das eine ganz wichtige Frage. Ja, und dann natürlich nicht zuletzt die Frage, wie wird das Bauteil nachgewiesen? Denn das eine ist natürlich, wie wird die mechanische Wirkung im FE-System abgebildet? Und wie kommen wir dann natürlich auch noch zu einer Bemessung? Und genau für diese zentralen Fragen bieten wir in Mikrofil jetzt eine Lösung an mit dem Modul M317.de, und das werden wir uns jetzt in der Folge genauer betrachten. Wir werden hierzu uns mit einem Anwendungsbeispiel beschäftigen. Das Bild haben wir eben schon einmal gesehen. Es geht hier um unser Beispielprojekt für die MBWork Suite 2020. Und hier finden wir im ersten Obergeschoss dieses Bauteil wandartiger Träger. Und wir werden jetzt zwei Arbeitsabläufe in diesem Embinar durchlaufen. Beginnen werden wir mit der Variante, dass wir die FE-Modelle neu modellieren. Das heißt, wir nutzen eine DWG-Folie, modellieren die Decke über dem Obergeschoss, modellieren die Decke über dem Erdgeschoss. Und im zweiten Durchlauf betrachten wir uns die Arbeitsweise, wenn wir mit dem Strukturmodell aus Vicado arbeiten. Das kennen wahrscheinlich auch viele von Ihnen. Ein großer Vorteil, wenn wir eben aus unserem Gebäudemodell für die Geschossdecken unsere Bemessungsmodelle erzeugen und ableiten. Und jetzt würde ich sagen, starten wir konkret in die Bearbeitung mit der MBWork Suite. Gut, für dieses Embinar haben wir ein Projekt bereits vorbereitet, dass wir uns jetzt natürlich auch konkret auf dieses Bauteil konzentrieren können. Erster Durchlauf für unser Beispiel wäre die Modellierung der entsprechenden Mikrofee-Modelle. Bevor wir jetzt in die Modellierung einsteigen, kurzer Hinweis hier auf unser Register Dokumente im Projektmanager. Da finden wir zwei DWG-Dateien für das erste OG und für das Erdgeschoss. Mit diesen beiden DWG-Dateien werden wir jetzt die Modellierung unterstützen. Wir starten, indem wir im Register Eurostar, Mikrofee Eurostar Modell neu auswählen.
und den entsprechenden FE-Typ auswählen, Microfee 2D-Platte. Vergeben Positionsnummer und Bezeichnung. Und haben damit unser erstes FE-Modell erzeugt. Wie angekündigt, wir wollen jetzt mit einer Arbeitsvorbereitung, DWG-Hinterlegung arbeiten. Und dann wählen wir uns hier in den Eigenschaften die entsprechende Datei aus. Wenn wir hier auf Laden gehen, kriegen wir natürlich zuerst den Projektspeicherort angeboten. Da nehmen wir die DWG-Datei, wie eben bereits angekündigt. Und bei der Eingabeoption Punkt könnten wir uns jetzt irgendwo für eine Lage entscheiden oder wir nehmen die Eingabeoption automatisch in Folienursprung. Dann ist es egal, wo wir den Klick ausführen und die DWG-Datei wird an der entsprechenden Stelle, die dann auch zum CAD-System passt, platziert. Unter Ansicht wähle ich hier noch aus, Zoom alles und dann sehen wir unsere DWG-Hinterlegung hier maximiert dargestellt. Ja, und jetzt starten wir mit der Modellierung. Wenn wir mit einer DWG-Hinterlegung arbeiten, würde ich jetzt vorschlagen, wir beginnen damit, die Auflager zu definieren. Genauer gesagt, beginnen wir mit den umlaufenden Außenwänden. Die sind aus Mauerwerk. Wir nehmen die Eingabeoption Polygon und auf der rechten Seite passen wir noch entsprechend die Eingaben an. Wir sehen, die Vorlage Standard wird verwendet. Vielleicht passen wir noch die Druckfestigkeitsklasse an. Und in jedem Fall definieren wir natürlich noch den Wandquerschnitt. Wir haben hier 24 cm Wandstärke und 3,20 m Wandhöhe. Eingabeoption polygonal, das heißt, wir starten an einer gewünschten Stelle, wie zum Beispiel hier links. Aktuell wird die Wand zur Achse geführt mit der Tastenkombination Shift-B. Wählen wir auf die Innenseite und dann führen wir unsere Außenwand einmal um diesen Grundriss. Habe ich mich einmal verklickt. Mit der Backspace-Taste kommen wir auch wieder zurück. Und der letzte Klick ist natürlich der Anfangspunkt. In Microfee könnten wir das Polygon noch weiterführen. Mit Enter schließen wir die Eingabe ab. Ja, wir brauchen noch zwei weitere Wände, nämlich hier entsprechend Innenwände, die dann das Treppenhaus abgrenzen. Wir wechseln die Eingabeoption auf Streckeneingabe und dann klicken wir auch hier noch über zwei Klicks einmal die erste und dann entsprechend noch die zweite Innenwand. Auch wieder mit Shift-B wird die Bezugskante entsprechend angepasst. Ja, damit hätten wir schon mal die Wände definiert. Kommen wir als nächstes zum Bauteil der Decke. Wir gehen also in das Register Bauteile, wählen aus Stahlbetonplatte. Auch hier prüfen wir wieder auf der rechten Seite entsprechend die Eigenschaften. Wir wollen hier mit einer Betonfestigkeit C30-37 arbeiten und bei der Plattenstärke 20 cm bleiben wir unverändert stehen. Gucken wir gleich ins Register Belastung. Wir bekommen hier zwei Lastwerte vorgeschlagen. Einmal für das Eigengewicht, zusätzlich noch die weitere ständige Last und die Nutzlast hier von 2,7. Für Wohnräume ist das ein passender Vorschlag, den wollen wir so beibehalten. Ja, wir brauchen insgesamt drei Plattenpositionen für das Beispiel. Wir haben einmal die Decke im Bereich des Wohnraums. Und Sie sehen, wir haben hier einmal links und rechts Eckbalkone. Da wollen wir eigene Positionen eintragen, damit wir auch mit einem eigenen Lastwert arbeiten können. Ja, wie gehen wir am besten vor? Kleiner Tipp. Wir nutzen für den Bereich des Wohnraums die Eingabeoption Polygon übernehmen. Können wir nämlich hier mit einem Klick das Polygon der Außenwände nutzen, haben die erste Position modelliert. Für die Balkonplatten wählen wir die Rechteckeingabe über zwei Punkte aus und wir passen natürlich direkt schon hier auf der rechten Seite den Lastwert an. Das kennen Sie alle, bei Balkonen gehen wir auf den Lastwert 4 kN pro Quadratmeter. Ja, und dann Eingabe über zwei Klicks, gehen wir auf die erste Ecke, zweiter Klick auf die zweite Ecke. Damit haben wir den ersten Balkon modelliert und auf der rechten Seite wiederholen wir das nochmal
Genauso. Und damit haben wir drei Platten modelliert, zweimal Balkonlastansatz und einmal den Lastansatz für den Wohnraum. Gut, von den Bauteilen sind wir fast am Ende. Wir brauchen noch die Aussparungen und dann natürlich, ja, wie will ich sagen, unsere Hauptpersonen, die beiden wandartigen Träger. Wir bleiben noch im Register Bauteile für die Aussparungen. Dann nutzen wir nochmal die Folie, dass wir einmal eine Aussparung für den Fahrstuhl und eine weitere Aussparung entsprechend für unseren Treppenlauf. Jetzt fehlen noch, das sehen wir hier auch im Grundriss, die beiden wandartigen Träger. Wir bleiben im Register Bauteile. Hier finden wir die neue Schaltfläche, die mit dem Modul M317.de zur Verfügung gestellt wird. Wenn wir jetzt die Eingabe starten, wir bleiben bei der Eingabeoption Strecke, sehen wir auf der rechten Seite die Eigenschaften für dieses Bauteil. Und wir sehen, zentral ist hier entscheidend die Frage Decke oberhalb oder Decke unterhalb. Das heißt, sind wir jetzt bei dem Bauteil, was wir modellieren wollen, bei der Situation, dass die Decke oben auf dem wandartigen Träger aufliegt, oder modellieren wir einen wandartigen Träger, der für dieses Modell so angeordnet ist, dass die Decke unten an das Bauteil anschließt. Für unser Beispiel sind wir in der Variante Decke oberhalb. Wir tragen hier natürlich auch unsere gewünschte Festigkeitsklasse ein und die Wanddicke, mit der wir hier arbeiten wollen. Das wären zum Beispiel 24 cm und wir haben eine Bauteilhöhe von 3,20 m. Sie erinnern sich an die erste Frage, die wir häufig gehört haben. Sie tragen einfach die Bauteilabmessungen ein, wie wir das vom Architektenplan geliefert bekommen. Und da sehen wir also keine weiteren Fragen, wie müssen wir das jetzt umsetzen in das FE-Modell. Das weitere Register Belastungen sehen wir hier. Da sind alle Fragen soweit passiviert. Und das wird dann aktiv, wenn wir uns ein Geschoss weiter unten befinden. Das sehen wir aber dann gleich im Anschluss. Ja, die Bauteile, wandartige Träger, die werden wir hier entsprechend in der Systemachse modellieren. Und da gehen wir hier oben auf das Eingabefeld Konstruktionslinien. Das Bauteil will ich natürlich hier in der Mitte anordnen. Also wählen wir die Option Mittelpunkt konstruieren. Dann haben wir über die zwei Klicks die Mittellage erzeugt und mit dem nächsten Klick haben wir das erste Bauteil wandartiger Träger entsprechend modelliert. Und das wiederholen wir auf der rechten Seite nochmal genauso. Also Streckeneingabe, erster Klick und dann noch entsprechend den zweiten Klick. Ich drücke auf die Taste 0 und damit haben wir unsere beiden Bauteile wandartige Träger modelliert. Gut, von den Bauteilen hätten wir jetzt unser Modell erzeugt. Wir wenden uns noch mal kurz dem Thema Belastung zu. Wenn wir uns hier noch mal die Wohnraumdecke betrachten, dann haben wir ja bereits eine Nutzlast hinterlegt. Und was wir hier natürlich noch beachten, wir sehen, bisher gibt es nur ein Lastfeld. Ich erzeuge uns natürlich noch weitere Lastfelder. Und da würde ich jetzt zum Beispiel vorschlagen, wir gehen hier jeweils auf diese Schnittpunkte. Und für dieses einfache Beispiel hier wäre das, denke ich, so ausreichend, was die Abbildung der Laststellungen angeht. Gehen wir jetzt ein Stück weiter im Menüband und gehen wir ins Register FE-Modell. Hier können wir uns natürlich schon mal direkt mit der FE-Vernetzung beschäftigen. Und hier vielleicht ein erster Hinweis auf unsere Bauteile wandartige Träger. Wenn wir uns hier das Ganze in der 3D-Darstellung angucken, dann sehen wir erstmal von unseren wandartigen Trägern hier keine weitere Darstellung. Wir haben ein ebenes System. Wir sind ja bisher in der Variante Decke liegt oben auf. Für diese Situation wird Mikrofee für die wandartigen Träger ein klassisches Linienlager modellieren als Stahlbetonbauteil. Gut, wir sehen aber im Register FE-Modell noch weiter Informationen zu unserem Bauteil wandartige Träger. Das können wir auch mal anklicken. Und dann sehen wir nämlich hier natürlich, welche Belastungen werden jetzt durch
durch die Decke auf dieses Bauteil eingeleitet. Wir sehen auch natürlich weitere Informationen unter der Schaltfläche Bauteile, dass wir uns hier zum Beispiel mal speziell die Ausgabe wandartige Träger betrachten. Da sehen wir natürlich auch noch alle Informationen, die hier interessant sind für das Bauteil. Was haben wir für eine Höhe, für einen Querschnitt ausgewählt? Ja, gehen wir noch ein Stück weiter. Uns interessiert natürlich hier auch die Bemessung unseres Bauteils. Wenn wir das Ganze nochmal von oben betrachten, sehen wir hier unsere Ergebnisse. Was haben wir an Biegebewehrung, an Querkraftbewehrung? Aber das steht jetzt heute in dem Embinar nicht im Mittelpunkt. Das Beispiel ist ein einfaches Beispiel. Die Bewehrung, die Querkraftnachweise und so weiter funktionieren hier ohne Problem. Wenn wir uns jetzt noch einmal das Modell betrachten, gehen hier nochmal in die Ansicht auf die 3D-Darstellung. Hier bekommen wir natürlich schon unsere Ausdehnung dieser Bauteile angezeigt. Das hilft uns Tragwerksplaner natürlich auch zu überprüfen, habe ich hier eine korrekte Wandhöhe eingetragen, passt das Ganze sinnvoll zusammen. Das Ganze können wir auch unter Ansicht in der Visualisierung prüfen. Da sehen wir natürlich auch, wenn ich jetzt von unten in das Beispiel blicke, wir haben hier Mauerwerkswände in Rot und die wandartigen Träger Stahlbeton in Grün dargestellt. Gut, wenn wir uns jetzt also vorstellen, wir haben die Bemessung unserer Decke geprüft, die Bewehrungswahl ist soweit in Ordnung. Wir sehen vielleicht nochmal ganz kurz, wenn wir hier auf Kuhmatten wechseln, Bewehrung in S-Richtung an der Oberseite. Da sehen wir, wie viel Bewehrung wird jetzt in dem Bauteil erforderlich. Die Bemessung, sagen wir jetzt also, die haben wir geprüft, die ist so in Ordnung. Und jetzt interessiert uns natürlich noch im Register Auswirkungen, wie sieht es aus mit der Lastweiterleitung, wenn wir jetzt die nächste Geschossdecke unterhalb bearbeiten wollen. Gehen wir hier also nochmal auf die Übergabe. Und dann sehen wir hier das Lastübergabeprotokoll, was uns Microfair hier präsentiert. Wir sehen, jedes Linienlagerbauteil wird hier als Linienlast dargestellt. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich das Protokoll für die Lastübergabe. Und wichtig ist hier, dass wir beachten, unsere beiden wandartigen Träger werden hier als Strichlinie dargestellt. Und wir sehen auch textlich hier nochmal erläutert, dass die Auflagerreaktion der wandartigen Träger in dieser Lastübergabe nicht beteiligt sind, also die werden hier nicht mit berücksichtigt. Und weiter lesen wir, dass die Weiterleitung dieser Kräfte über die Eigenschaften der wandartigen Träger erfolgt. Und das sehen wir auch gleich im Anschluss, wenn wir jetzt das nächste Modell bearbeiten. Aber wichtig, wir beachten, die Lagerreaktionen der wandartigen Träger werden nicht über dieses Protokoll übertragen, sondern über die Eigenschaften. Und auch da nur noch mal zur Vollständigkeit der Hinweis. Wir sehen zum Beispiel hier bei unserer Position W1, das wäre jetzt entsprechend das Bauteil hier rechts, da sehen wir die erste Zeile mit den 15,4 kN pro Meter. Hier wird natürlich nicht nur die Lagerreaktion des Modells berücksichtigt, sondern auch die Eigengewichte der Bauteile selbst. Gut, wir könnten jetzt natürlich noch überlegen, wir haben hier Fensteröffnungen, die könnten wir auch noch rausschneiden, aber wir kümmern uns heute jetzt im Vordergrund um den wandartigen Träger und die Öffnungen lassen wir jetzt erstmal außen vor. Ja, wie gehen wir jetzt am sinnvollsten vor? Wir wollen jetzt das nächste Geschoss bearbeiten. Ja, kleiner Tipp, wir nutzen hier die Option im Systemmenü, die finden wir unter Modell, dass wir natürlich das Modell mit Speichern unter jetzt auch direkt für das nächste Geschoss duplizieren können. Und dann nennen wir das nächste Bauteil 02 Decke EG für das Erdgeschoss. Und jetzt sind wir im Bauteil 02. Die DWG-Hinterlegung, die selektieren wir uns und die tauschen wir jetzt über die Eigenschaften aus. Jetzt sind wir ja im Erdgeschoss. Drücken wir auf Übernehmen und jetzt merken wir natürlich einige Änderungen oder hier in dem Beispiel müssen wir einiges verändern, damit die Geometrie dann für das Erdgeschoss passt.
Aber ein wichtiger Vorteil, wenn wir so arbeiten mit Speichern unter, gerade wenn wir Lasten weiterleiten, dass die Geometrie einfach sofort zusammenpasst. Ja, wir haben hier zu viele Außenwände. Wir selektieren die Außenwand. Über das Kontextregister wählen wir die Option Teilen und teilen entsprechend die Position der Außenwände an der entsprechenden Stelle. Und durch die Teilung können wir natürlich die Bereiche, die wir im Erdgeschoss nicht mehr brauchen, einfach rauslöschen. Ja, damit sehen wir schon, die Geschosse unterscheiden sich relativ stark. Wir haben jetzt nur noch im inneren Bereich Linienlager. Der restliche Bereich wird mit Stützen abgebildet und wir brauchen dann noch ein paar Unterzüge. Aber das wollen wir jetzt hier noch gemeinsam modellieren. Beginnen würde ich jetzt oder weiterarbeiten würde ich jetzt gerne mit der Modellierung der Unterzüge. Also gehen wir jetzt wieder ins Register Bauteile. Hier finden wir den Schalter der Unterzugsmodellierung. In den Eigenschaften rechts gehen wir natürlich jetzt auch auf das Material C3037 und passen entsprechend die Querschnittsabmessungen an. Balkenquerschnitt 30 wähle ich hier auf 40 cm. Und bei der Platte, die wir hier berücksichtigen wollen, gehen wir auch auf 30 cm. Damit erzeugen wir keinen T-Querschnitt für die Bemessung, sondern einen Rechteckquerschnitt mit Breite 30 und Höhe 40 plus 20, also Höhe 60 cm. Ja, die Eingabe dieses Unterzugs, die erzeugen wir jetzt auch über zwei Klicks als Strecke. Bezugskante passen wir nochmal an. Das wäre dann zum Beispiel hier ein Unterzug, der hier entsprechend horizontal durchläuft. Dann haben wir an der unteren Seite nochmal einen weiteren Unterzug. Hier entsprechend einen dritten. Im Prinzip so eine Art Randeinfassung. Und dann haben wir noch einen weiteren Unterzug hier auf der rechten Seite. Auch vertikal modellieren wir noch vier Unterzüge insgesamt, die wir hier entsprechend anordnen. An den entsprechenden Stellen, wo wir es ja auch in der Folie sehen. Und als letztes fehlen uns natürlich noch die Punktlager an den Kreuzungsstellen. Sie sehen das hier noch in der Folie. Also gehen wir im Menüband auf das Register Auflager. Da nehmen wir das Stützenlager entsprechend und tragen auch hier natürlich unsere Einstellungen ein. Gut, wir gehen auf das Material C3037, Abmessung 30 auf 30 cm, Höhe sind hier auch 3,20 Meter. Bei der Option mit den Häkchen hier Druckzug, Translation, Rotation bleiben wir bei der Einstellung, das heißt, wir haben eine gelenkige Lagerung. Und dann erzeugen wir mit jedem Klick entsprechend an die gewünschte Stelle unser Punktlager. Hier gehen wir auf den Mittelpunkt oder wir können mit der Taste U auch hier erstmal unseren Ursprung platzieren, dass wir entsprechend hier auf dieser Achse unsere Stützen modellieren. Hier sehen wir auch noch eine weitere Stütze, das wäre hier im Bereich unseres wandartigen Trägers. Da wollen wir in die Mitte, also nutzen wir nochmal die Option Mittelpunkt konstruieren aus dem entsprechenden Konstruktionslinienregister. Erster Klick, zweiter Klick. Das wiederholt sich dann nochmal auf der rechten Seite unseres Grundrisses. Auch hier gehen wir auf die Option Mittelpunkt konstruieren. Natürlich können Sie Mittelpunkt konstruieren auch über ein Tastaturkürzel mit der Taste M erreichen. Ja, jetzt haben wir fast alle Stützen modelliert. Hier nochmal eine weitere. Auch hier, hier und die Außenecke. Und dann haben wir nochmal eine weitere Ecke. Hier liegt das Ganze ja auf der Wand auf. Und dann noch eine weitere, die Stütze 16. Und dann können wir die Eingabe abschließen. Ja, wie sieht es jetzt aus mit unserem Bauteil wandartiger Träger?
Das Bauteil auf der linken Seite, das wollen wir jetzt markieren. Und wir sehen rechts natürlich die Eigenschaften. Und jetzt passen wir zentral natürlich die erste Frage an. Wir sind jetzt ein Stockwerk nach unten gewechselt. Hier wechseln wir auf die Option Decke unterhalb. Das heißt, die Decke, die wir hier in dem Modell modellieren, grenzt an dieser Position unten an. Und Sie sehen natürlich, das ist eine Positionseigenschaft. Wir können natürlich auch verschiedene Positionen unterschiedlich in einem FE-Modell oberhalb und unterhalb gestalten. Aber wir beachten jetzt das Register Belastung. Hier in der Variante ist das Register aktiv. Wir können hier entscheiden, ob das Eigengewicht automatisch bestimmt wird. Wollen wir hier vielleicht auch noch einen Zuschlag an Last eintragen, bezüglich der Verputzung, der Verkleidung. Und jetzt kommen wir an den Punkt, den wir eben schon im Übergabeprotokoll gesehen haben. Wir wollen natürlich den Lastabtrag komplettieren und wir steuern in den Positionseigenschaften unseres Bauteils WT1, dass dieses Bauteil bereits im Modell 01 verwendet wurde, die Position WT1. Und damit weiß dieses FE-Modell, dieses Bauteil, wo wurde es bereits modelliert mit der Variante Decke oberhalb? Und damit ist die Lastannahme komplett. Und das wiederholen wir noch einmal für das Bauteil rechts. Auch hier wechseln wir auf den Positionstyp Decke unterhalb. Und im Kapitel Belastung gehen wir natürlich jetzt auch wieder auf das Modell. Das passt jetzt in unserem Beispiel. Es gibt nur ein FE-Modell. Und bei der Position wechseln wir natürlich auf WT2. Gut, jetzt müssen wir natürlich unsere Lastdefinition noch vervollständigen. Dadurch, dass wir unser Modell von oben nach unten, vom Obergeschoss ins Erdgeschoss kopiert haben, passt natürlich unsere Lastdefinition. Sie sehen auch, unsere Lastfelder sind eigentlich auch soweit in Ordnung. Jetzt könnten wir noch überlegen, es gibt hier noch einen Unterzug. Zur Sicherheit geben wir einfach noch mal ein Lastfeld mehr mit vor. Und wir bleiben noch im Register Einwirkungen und entscheiden uns noch für die Lastübernahme, um aus dem Modell 01 auch noch entsprechend das Lastbild zu übernehmen. Kurzer Blick, wenn wir ins Register Ansicht wechseln auf die Visualisierung. Dann können wir uns schon einmal über das Lastniveau einen Überblick verschaffen. Und dann sehen wir, wie unsere Belastung hier aussieht. Sie sehen jetzt bei der Variante, Decke schließt unten am wandartigen Träger an. Ganz klar in der Visualisierung sehen wir, die beiden Bauteile ragen nach oben. Wir sehen weiter, durch die Lastweiterleitung innerhalb der Positionseigenschaften ist natürlich auch eindeutig bekannt im FE-Modell, welche Lasten am Wandkopf angreifen und welche Lasten am Wandfuß. Wir gehen ins Register FE-Modell und Sie erinnern sich, bei der ersten Decke, wo die wandartigen Träger unterhalb der Decke angeordnet sind, hatten wir hier ein einfaches 2D-Modell. Wenn wir uns jetzt die Netzgenerierung hier noch einmal betrachten und betrachten uns das auch in der 3D-Darstellung, dann stellen wir hier eine andere Modellierung fest. Und hier sehen wir jetzt die wandartigen Träger mit dem Positionstyp Decke unterhalb werden als Scheibenelemente dargestellt. Das heißt also, obwohl wir uns in einem 2D-Plattenmodell mit Mikrofee befinden, werden als Ausnahme diese beiden Bauteile zusätzlich als Scheiben modelliert. Und damit haben wir natürlich eine sehr hochwertige, eine sehr realistische mechanische Beschreibung dieser beiden Bauteile erreicht. Und wir sehen das auch, wenn wir uns vielleicht mal mit den Verformungen jetzt beschäftigen. Gehen wir mal auf die Darstellung, verdeckte Systemdarstellung. Dann sehen wir natürlich, dass diese Bauteile hier relativ steif bleiben. So, ich habe von der falschen Blickrichtung das Ganze betrachtet. So, und da sehen wir natürlich, dass diese Bauteile hier relativ steif bleiben. Die
Belastung ist hier komplett. Wir kennen die Lasten am Wandkopf, wir kennen die Lasten am Wandfuß. Also haben wir hier eine sehr vernünftige mechanische Formulierung erreicht. Wir bleiben noch im Register FE-Modell. Da haben wir ja den Schalter Netz generieren geklickt. Auch hier gehen wir nochmal auf den Schalter wandartiger Träger. Und hier sehen wir natürlich auch nochmal ganz klar beschrieben, wie sieht jetzt unsere Belastungssituation aus, damit Sie die Zahlen vielleicht besser erkennen. Unter Ansicht wählen wir mal eine größere Schrift. Dann sehen wir also, die Belastung wird hier blockförmig am Wandkopf angesetzt. Wir haben hier natürlich angrenzend ein großes Feld. Damit haben wir hier links einen höheren Belastungsbereich. Wir sehen auch die Lasten am Fuß des Bauteils. Und damit kennt das Modell hier die komplette Belastung für das Bauteil, kennt alle Geometriewerte. Ja, nur haben wir jetzt folgende Situation, wenn Sie sich nochmal an das Beispiel erinnern. Wir haben ja zwei aufgehende Geschosse jetzt noch gar nicht berücksichtigt. Das heißt, für eine realistische Bemessung wäre unser Lastniveau hier, was wir jetzt sehen, nicht komplett. Und jetzt wechseln wir einfach, wie angekündigt, in den zweiten Abschnitt. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch einmal die Arbeitsweise an, wenn wir mit dem Strukturmodell aus Vicado arbeiten. Das hat nämlich den Zusatzeffekt, dass wir damit natürlich auch ein komplettes Lastniveau erreichen. Das heißt, diesen Zustand lassen wir jetzt einfach mal so zurück. Wir verlassen unser Bemessungsmodell. Und um jetzt den Weg mit dem Strukturmodell nochmal zu durchlaufen, wechseln wir zuerst den Projektmanager ins Register Vicado, öffnen hier unser Architekturmodell und auch hier steigen wir jetzt natürlich in einen vorbereiteten Zustand ein. Unser Ziel heute ist ja die Beschäftigung mit dem wandartigen Träger. Deswegen sind hier schon einige Arbeitsschritte vorbereitet. Kleiner Einstieg nochmal zur Einordnung. Hier sehen wir unser Architekturmodell. Ich gehe hier mal auf die Darstellung texturierte Flächen mit Kanten. Da sehen wir nochmal die Bauteilübergänge besser. Also das wäre unser Architekturmodell mit den physischen Bauteilen. Und aus diesem Architekturmodell haben wir für die tragenden Bauteile das Strukturmodell abgeleitet. Und da ja in der Regel so ein Projekt, wie wir es hier sehen, kaum in der Praxis als 3D-FE-Modell bearbeitet wird, sondern wir werden ja in der Regel nach dem Positionsprinzip uns geschossenweise hier von oben nach unten bewegen, haben wir hier die Möglichkeit genutzt, dass wir aus diesem einen Strukturmodell mehrere Berechnungsmodelle erzeugt haben. Also wir sehen hier, das wäre das Berechnungsmodell für die Decke über dem dritten OG. Und alle Wände, die wir hier als Lager brauchen, die werden hier mit berücksichtigt. Über das Kontextregister wählen wir immer, welches Werkzeug für dieses Berechnungsmodell verwendet werden soll für die Bauteilbemessung. Das ist hier bereits passiert, da müssen wir jetzt für das Beispiel nichts weiter unternehmen. Genauso für das Berechnungsmodell Decke 2 des OG wurde auch bereits schon vorbereitet und freigegeben. Für die Decke erstes OG ganz genauso. Aber wichtiger Hinweis, wir sehen hier im Berechnungsmodell für die Decke erstes OG. Hier sehen wir natürlich jetzt zum ersten Mal unsere beiden Bauteile, wandartige Träger. In unserem Strukturmodell handelt es sich hier um Stahlbetonwände. Und Sie sehen auf der rechten Seite die Eigenschaften, wenn wir die Bauteile selektieren. Und hier beachten wir diese neue Option wandartiger Träger. Denn wenn wir diesen Haken setzen, weiß die MB WorkSuite, dass diese beiden Stahlbetonwände mehr sind als nur Stahlbetonwände, sondern diese Bauteile, wie hier beschriftet, wirken als wandartige Träger. Und damit kann mit dieser Information weitere Möglichkeiten, wie wir jetzt gleich in Mikrofee sehen, ausgewertet und erreicht werden. Ja, jetzt fehlt uns nur noch ein Berechnungsmodell für das Erdgeschoss und das wäre jetzt auch ein Berechnungsmodell, was wir hier jetzt einmal gemeinsam noch erzeugen in diesem Embinar. Folgendermaßen gehen wir vor, wir gehen ins Register Sichten,
und erzeugen uns eine Berechnungssicht. Denn hier in Vicado wird immer in einer Berechnungssicht entsprechend ein Berechnungsmodell dargestellt. Wir entscheiden uns über die Geschossstruktur, welche Bauteile oder welchen Bereich des Modells wollen wir verwenden. Wir könnten hier natürlich sagen, wir brauchen alles, aber in unserem Fall geht es natürlich um das Erdgeschoss. Und jetzt an der Stelle ein wichtiger Tipp: Wenn wir mit dem Bauteil wandartiger Träger arbeiten, ist es für Sie sehr interessant, die Bauteile in einer Geschossfolie zu verwalten. Und zwar, wie hier dargestellt, wir haben hier eine Geschossfolie, wandartige Träger. Und in dieser Geschossfolie haben wir im ersten Obergeschoss unsere Bauteile verwaltet. Das beschleunigt etwas die Erstellung des Berechnungsmodells. Gehen wir auf OK, vergeben noch einen Namen, das ist das Berechnungsmodell EG. Und wir nehmen hier die Sichtdarstellung Positionsplan. Ja, und damit sind wir schon am Ziel. Wir sehen unser Berechnungsmodell mit dem Erdgeschoss und zusätzlich haben wir noch die wandartigen Träger aus dem ersten Obergeschoss. Ja, nur noch mal zur Wiederholung, wenn wir uns die Modellstruktur betrachten. Wir sehen also jetzt, sichtbar geschaltet ist das Erdgeschoss und die Geschossfolie wandartige Träger aus dem ersten Obergeschoss. Wenn wir jetzt nicht diese Folie hätten, nur zur Vollständigkeit, dann würde das hier erstmal so aussehen. Wir wählen zwei Geschosse aus und könnten natürlich dann auch anfangen, einzelne Strukturelemente zu markieren. Rechtsklick, Objekt in Sicht unsichtbar. Kämen wir auch zum Ziel, wird jetzt halt 5 Minuten dauern. Deswegen an der Stelle der Tipp, nutzen Sie die Möglichkeit der Geschossfolien. Und dann können wir hier nochmal das Ganze beschleunigen und kommen schneller ans Ziel. Ja, dieses Berechnungsmodell über das Kontextregister Berechnung geben wir das auch nochmal frei für eine 2D-Plattenberechnung. Gut, damit können wir jetzt Vicado erst verlassen, erstmal wieder. Über die Taskleiste gehen wir zurück in den Projektmanager und hier geht jetzt unsere Bearbeitung weiter im Register Microfee Eurostar. Denn jetzt kommt der folgende Schritt. Wir wollen natürlich diese Berechnungsmodelle verwenden, um daraus Bemessungsmodelle zu erzeugen. Und das finden wir in Microfee hier im Projektmanager, hier im Register Microfee. Bei Importieren finden wir die Verwendung von Berechnungsmodellen. Und dann finden wir also genau diese 4 Berechnungsmodelle, die uns entsprechend hier zur Verfügung gestellt werden. Wir starten jetzt von oben nach unten. Wir arbeiten uns vor. Drittes OG, das erste Berechnungsmodell wählen wir aus. Name, Bezeichnung bekommen wir vorgeschlagen. Das lasse ich hier unverändert. Den weiteren Dialog mit den Optionen, den lassen wir auch stehen. Hier vielleicht ein kleiner Hinweis beim ersten Durchlauf. Hatte ich ja darauf hingewiesen, die Aussparungen bei den Fenstern, die lassen wir vielleicht gerade mal weg. Da sparen wir uns die Zeit. Wenn wir hier mit dem Strukturmodell arbeiten, kriegen wir das automatisiert geliefert, dass im Bereich von Öffnungen zum Beispiel jetzt keine Lagerung vorhanden ist. Und damit sind wir jetzt aus dem Berechnungsmodell kommend in unserem Bemessungsmodell und Microfee angekommen. Die Geometrie wurde übertragen. Wir sehen hier auch die einzelnen Positionsbezeichnungen. Wir haben hier im Strukturmodell bereits eine sinnvolle Benamung gewählt. Hier zum Beispiel die Wand W2.4 oder hier die Wand W9.4. Das sind Bauteile, die 2 Geschosse niedriger im Gebäude unseren wandartigen Träger belasten werden. Ja, wir brauchen jetzt natürlich unser korrektes Belastungsniveau. Die Geometrie wurde bereits übernommen. Wenn wir jetzt mit der Decke beginnen, dann sehen wir ja hier auch unsere Querschnittsabmessung, Festigkeitsklasse, das kommt alles aus dem Strukturmodell. Und wir gehen ins Register Belastung und wir befinden uns jetzt bei dem Beispiel bei der Geschossdecke. Das heißt, wir haben hier Belastungen für eine Dachsituation. Das Eigengewicht wird automatisch bestimmt für das Flachdach. Gehen wir vielleicht auf einen Lastwert 2,3 kN pro Quadratmeter.
Das würde auch eine Kiesschüttung, eine Photovoltaikanlage entsprechend abdecken. Und für die Nutzlast, hier gehen wir auf die Einwirkung QKS und tragen hier unseren Lastwert für die Schneebelastung ein. Gut, zur Wiederholung, bei den Einwirkungen, bei der Nutzlast können wir noch über Lastfelder nachdenken, aber bei einer Belastung aus Schnee können wir auf diese Lastfeldteilung verzichten. Ja, damit wäre für das erste Modell die Belastung soweit abgeschlossen. Vielleicht gucken wir uns gerade exemplarisch hier einfach mal diese Wand W24 an. Wir gehen weiter ins Register Auswirkungen, gehen hier auf die Linienlageergebnisse und betrachten uns die resultierende Belastung. Und dann sehen wir also hier bei unserem Bauteil W24, wären wir jetzt bei der Einwirkung GK, das sehen Sie hier rechts, wären wir bei einem Lastwert von 220 kN als Gesamtlast infolge Eigengewicht, also Dachaufbau und Eigengewicht des Bauteils. Ja, und dann würden wir natürlich in der Praxis jetzt wieder unser Bauteil bemessen, beschäftigen uns mit der Biegebewehrung, zum Beispiel S-Richtung oben, Darstellung Kuhmatten. Aber diese Ergebnisse, Querkraftverformung, ist jetzt heute nicht Hauptziel unseres Embinars. Deswegen unterstellen wir, und es passt hier auch, dass die Nachweise alle erfüllt sind. Gut, wir gehen noch mal in das Register Auswirkungen. Hier finden wir ja den Schalter im Linienlager. Und hier gehen wir noch mal in die Lastübergabe. Und wie beim ersten Durchlauf unseres Beispiels taucht hier natürlich jetzt jedes Linienlager auf. Zum Beispiel hier unser Linienlager W2.4 mit den Lagerreaktionen entsprechend. Und das ganze Lastbild, das nehmen wir jetzt natürlich mit zu den folgenden Geschossdicken. Ja, das erste Bauteil hätten wir dimensioniert. Dieses Bemessungsmodell wird verlassen. Und wir wiederholen den Arbeitsschritt Berechnungsmodell aus Vicado verwenden. Jetzt für das nächste Geschoss über dem zweiten OG. Auch hier lassen wir die Option der Teilung bei Öffnungen stehen. Und Sie sehen, wir haben auch hier wieder ein fertiges geometrisches Modell. Sie sehen die Aussparungen, hier haben wir keine Lagerung. Und Sie sehen, jetzt haben wir die Wand W2.3. Also Sie sehen, die letzte Zahl, die zählt das Geschoss. Das geht hier sinnvoll nach unten. Und wir kümmern uns natürlich um das Eigengewicht, um die Belastung unseres Bauteils. Wir sehen auch hier wieder, wenn wir das Bauteil markieren, Festigkeitsklasse kam aus dem Strukturmodell und im Kapitel Belastung tragen wir die entsprechenden Lastwerte ein. An der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis: Das Strukturmodell in Vicado kennt keine Belastungen. Das heißt, die Lastwerte, die wir hier sehen, die werden von Microfee bei der Verwendung des Berechnungsmodells ergänzt. Genauso wie wir auch die Einstellungen bei der Generierung, also bei der Maschenweite oder bei der Bewehrung, was haben wir hier für einen Randabstand? Das sind alles Standardwerte, die beim Verwenden des Berechnungsmodells ergänzt werden. Und wenn wir uns jetzt wieder der Belastung zuwenden, das ist der Lastvorschlag in Microfee für eine Wohnraumdecke, die 2,7 Nutzlast. Der Wert ist Ihnen bestimmt vertraut, Kategorie A2 mit Trennwandzuschlag. Also für unser Beispiel ist dieser Lastwert genau passend. Und wir gehen ins Register Einwirkungen, um jetzt natürlich Lastfelder zu erzeugen. Dass wir dann auch hier klicken wir einfach die entsprechenden Stellen in unserem Modell an. Gehen wir zu unseren beiden Balkonplatten. Auch hier die Werte zum Beispiel zur Belastung wurden bei der Verwendung ergänzt. Das heißt, hier die 2,7, die passen wir natürlich an auf 4,0. Das ist Ihnen ja, denke ich, vertraut für diese Balkonflächen. Und zu guter Letzt, dass unsere Belastung komplett ist, im Register Einwirkung klicken wir auf die Lastübernahme und nehmen natürlich jetzt die Übernahme, die das Modell drittes OG bereitstellt. Ja, kurze Kontrolle. Gucken wir ins Register Ansicht, Visualisierung.
Wir sehen hier unser Modell mit der Belastung entsprechend aus dem dritten OG. Und auch hier, wenn wir uns vielleicht nochmal die Linienlageergebnisse betrachten und auch rechts für die Einwirkung GK wechseln auf die resultierende, dann stellen wir hier fest, unsere, ich nenne es mal Referenzbauteil hier, wie der Lastwert steigt. Wir waren beim dritten OG bei ungefähr 220 kN. Jetzt sind wir bei 475 kN rein aus Eigengewicht. Und da sehen wir, wie natürlich das Lastniveau hier von Geschoss zu Geschoss steigt. Und auch hier beim Schalter Linienlager im Register Auswirkung gehen wir noch auf die Lastübergabe. Und dann sehen wir unser Protokoll. Zum Beispiel für die Position 2.3 haben wir natürlich hier unsere einzelnen Lastfälle, die wir hier weiterleiten. Mit dieser Markierung Gatter 1 erkennen wir, dass dieser Wert hier für die Einwirkung GK oder entsprechend für den Lastwert Schnee QKS, dass das aus einem weiteren Modell kommt. Also hier haben wir Lasten jetzt aus drei Modellen bereits in dieser Übergabe enthalten. Ja, und jetzt, wenn wir den Arbeitsschritt nochmal wiederholen im Projektmanager für das erste Obergeschoss, kommen wir natürlich zu dem Bemessungsmodell, wo unsere wandartigen Träger bereits vorhanden sind. Ja, wir sehen auch hier wieder unser geometrisches Modell. Die Geometrie, die passt durch die Übernahme aus dem mechanischen Berechnungsmodell in Vicado. Wir gucken natürlich direkt mal zu unseren wandartigen Trägern. Wir klicken hier das Bauteil W2.2 an. Wir sehen auf der rechten Seite die Option Decke oberhalb, die ist gewählt. Das ist kein Zufall, dass diese Position richtig, der Positionstyp richtig eingestellt ist. Denn die Worksuite mit dem Strukturmodell kennt natürlich die Situation im Tragwerk und ist in der Lage, hier für dieses Bauteil die richtige Positionseinstellung zu wählen. Das sehen wir dann gleich auch noch im Erdgeschoss, wo das entsprechend auch eingeschaltet ist. Ja, Sie erinnern sich im Kapitel Belastung. Bei der Variante Decke oberhalb brauchen wir hier erstmal keine Einstellungen vorzunehmen. Und wir komplettieren natürlich unser Bemessungsmodell. Wir brauchen noch entsprechend Belastungen. Vielleicht, ich sehe hier noch einen Punkt, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Dazu wähle ich unter Ansicht noch einmal eine größere Schrift. Sie sehen, jedes Bauteil, jede Position im Bemessungsmodell besitzt ein lokales Koordinatensystem. Das sehen wir hier zum Beispiel auch beim wandartigen Träger mit RS bezeichnet. Bei jedem linienförmigen Bauteil zeigt die R-Achse in Längsrichtung und damit wissen wir, auch wenn wir es hier anklicken, was ist hier der Anfang und was ist das Ende des Bauteils. Wenn wir jetzt wie hier sehen, das Bauteil W2.2, da zeigt die R-Achse nach links und beim Bauteil 9.2 zeigt die R-Achse nach rechts. Die Bauteile wurden ja ursprünglich in Vicado erzeugt, als Ableitung vom Architekturmodell und dabei wurde auch diese Richtung erzeugt. Und ich würde Ihnen jetzt empfehlen, wir klicken das Bauteil 2.2 an und wählen dann im Register Bearbeiten die Option Richtung. Und dann können wir das Bauteil anklicken. Und jetzt sehen wir, zeigt die R-Achse nach rechts, bei W9.2 genauso. Und das ist jetzt mechanisch nicht unbedingt notwendig, aber aus Ingenieursicht sehr hilfreich, damit dann auch die ganzen Protokolle sinnvoll zusammenpassen. Dieser Tipp gilt natürlich für jedes linienförmige Bauteil, auch wenn wir an Unterzüge oder Wandbauteile denken. Das ist einfach vorteilhaft für Sie, wenn da eine gewisse Systematik hinterlegt ist. Ja, wir brauchen jetzt noch unser komplettes Belastungsniveau. Wir blicken wieder in die Eigenschaften unserer Geschossdecke. Und da sehen wir auch wieder in den Eigenschaften, auch wieder Wiederholung, der Hinweis, diese Lastwerte kommen nicht aus dem Strukturmodell, die kommen aus Mikrofee, die werden hier ergänzt. Und für unser Bauteil mit der Wohnraumsituation passt der Wert. Wir kümmern uns nochmal um die Lastfelder.
Das ist ein einfaches Beispiel hier für diesen Vortrag. Da können wir hier entsprechend mit dieser Option kreuzweise Teilung hier sehr schnell sinnvolle Lastfelder erzeugen. Ja, dann haben wir wieder unsere beiden Balkonplatten. Die selektieren wir und tragen gemeinsam für beide Bauteile den Wert 4,0 ein. Gut, was brauchen wir noch an Belastung neben den Lastfeldern? Wir brauchen natürlich im Register Einwirkungen noch die Lastübernahme, jetzt natürlich vom zweiten OG. Ja, und damit sehen wir, von Geschoss zu Geschoss wächst unser Lastniveau an. Auch hier nochmal, wenn wir uns das Ganze in der 3D-Darstellung betrachten, unsere wandartigen Träger bekommen wir hier mit ihrer Ausdehnung angezeigt. Also das ist rein jetzt visuell für uns Tragwerksplaner eine Hilfe, dass wir sehen, das sind hier keine Wände, sondern das ist ein wandartiges Bauteil. Und wenn wir uns nochmal das FE-Modell jetzt betrachten, wir klicken auf Netz generieren, dann sehen wir auch nochmal wieder zur Wiederholung. Bei der Variante Decke liegt oben auf dem wandartigen Träger auf, wird im FE-Modell ein klassisches Linienlager modelliert, Linienlager Stahlbetonwand. Gut, Bauteil oder die Decke, das Modell haben wir modelliert, haben die Belastung definiert. Auch hier vielleicht nur zur Vollständigkeit ein Blick in die Nachweisführung, Biegebemessung der Platte, Querkraftbemessung. In der Praxis als Tragwerksplaner prüfen wir natürlich die Ergebnisse, können wir das Bauteil so entsprechend bewähren. Unser Fokus liegt heute auf dem wandartigen Träger, deswegen wollen wir hier jetzt nicht im Detail in jeden Nachweis einsteigen. Ja, damit nochmal ein Blick ins Register Auswirkung und dann gehen wir nochmal auf den Schalter Linienlager und auf die Lastübergabe. Und dann sehen wir jetzt entsprechend wieder unser Protokoll. Und auch hier nochmal der Hinweis, unsere beiden Bauteile, wandartige Träger, hier mit W22 und W92 benannt, sind in diesem Protokoll nicht enthalten. Wir sehen das auch nochmal hier klar erläutert, dass auch ein Leser ihrer Statik versteht, warum sind denn jetzt diese Striche hier gestrichelt. Das heißt also, hier haben wir eine Übernahme in den Eigenschaften und das haben wir ja auch bereits beim ersten Durchlauf gesehen. Das brauchen wir, damit Microfee weiß, welche Lasten sind am Kopf des Bauteils, welche Lasten greifen am Fuß des Bauteils an. Gut, und damit verlassen wir auch das Bemessungsmodell erstes Obergeschoss und kommen jetzt zum letzten Bemessungsmodell, nämlich das Bemessungsmodell für das Erdgeschoss. Ja, auch hier sehen wir die komplette Geometrie. Über das Berechnungsmodell haben wir die verwendet für unser Bemessungsmodell. Und wir gucken jetzt direkt auch wieder zu unserem Bauteil hier W2.2. Sie sehen, die einheitliche Nummerierung aus dem Strukturmodell, die ist natürlich auch hier sehr wertvoll, wenn wir uns orientieren. Wir blicken auf die Eigenschaften und hier stellen wir jetzt fest, wie schon beim letzten Modell, die Option Anordnung der Decke wurde bereits von Microfee korrekt vorbelegt, da ja durch das Strukturmodell die Gebäudesituation genau bekannt ist. Im Kapitel Belastung, Eigengewicht ist aktiv, den Lastabtrag, den wählen wir noch aus. Und zwar ist das ja das FE-Modell erstes OG und hier das Bauteil W2.2. Das wählen wir hier aus und dann wechseln wir noch zum zweiten wandartigen Träger W9.2. Das ist hier natürlich genauso, Decke unterhalb und den Lastabtrag vom ersten OG W9.2. Das ist jetzt ein Schritt, den führen wir als Tragwerksplaner manuell aus. Knackpunkt ist hier natürlich, wir könnten ja auch in einer anderen Reihenfolge die Berechnungsmodelle verwenden und dann gibt es noch gar kein Modell oberhalb. Deswegen ist das hier
ein manueller Schritt. Gut, jetzt hätten wir also die Geometrie übernommen, haben uns direkt schon einmal um die wandartigen Träger gekümmert. Jetzt wollen wir natürlich noch die Belastungssituation auch wieder komplettieren. Wir wiederholen die Bearbeitungsschritte, unsere Geschossdecke, Kapitel Belastung, der Wert passt. Wir erzeugen über das Register Einwirkung, über den Schalter Teilen entsprechende Lastfelder. Und vielleicht auch hier nochmal zur Wiederholung noch ein weiteres Feld. Da gehen wir mal auf die Teilung parallel zur Errichtung und dann teilen wir an der Stelle noch einmal, um noch weitere Lastfelder zu generieren. Wir gehen auf die Balkonplatten rechts und links, wählen hier den Lastwert entsprechend 4,0. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Hinweis. Wichtige Veränderungen der aktuellen Version. Wir sehen ja hier die Eingabe von positiven Lastwerten. Das ist eine wichtige Veränderung in der MBWorks V 2020. Ja, und zu guter Letzt noch das Register Einwirkungen. Wir klicken hier auf die Lastübernahme und wählen natürlich noch unser Modell erstes OG aus. Ja, wir gehen in die Darstellung 3D. Wir bleiben natürlich noch bei unserem Bauteil wandartiger Träger. Wir sehen natürlich zum einen in der 3D-Darstellung, jetzt ragen unsere Bauteile nach oben. Die Bauteile sind ja im Geschoss oberhalb angeordnet. Gehen wir ins Register FE-Modell zurück und betrachten erstmal diese Schaltfläche wandartiger Träger. Dauert jetzt einen Moment. So, einen Punkt habe ich gerade vergessen. Das muss ich gerade noch mal kurz nachholen. Unser Bauteil hier links, das Bauteil W2.2, da würde ich auch gerne noch mal die Richtung anpassen, dass entsprechend die R-Achse jeweils nach rechts zeigt. So, und dann sehen wir jetzt unsere komplette Belastungssituation für unsere beiden Bauteile. Und da sehen wir jetzt natürlich schon im Vergleich zu unserem ersten Durchlauf, haben wir jetzt natürlich ein realistisches Lastniveau für unsere Bauteile wandartiger Träger. Wir sehen jetzt die Belastungssituation am Wandkopf, Belastungen am Wandfuß, das sind also die Lasten, die hier aus diesem Modell eingeleitet wird. Und die Lasten, die wir durch die Eigenschaften entsprechend am Kopf ansetzen. Gut, und nochmal zur Wiederholung. Wir bleiben im Register FE-Modell, betrachten uns noch einmal unser FE-Netz, was hier der Berechnung zugrunde liegt. Auch da nochmal als Wiederholung der Hinweis. Für die Varianten, wie wir sie hier in dem Modell sehen, die Decke schließt unten an den wandartigen Träger an, wird in Mikrofee eine hochwertige mechanische Formulierung gewählt. Wir haben hier eine 2D-FE-Formulierung und damit bilden wir diese Bauteile möglichst realitätsnah ab. Ja, und jetzt können wir natürlich auch hier, wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen, ins Register Nachweise, uns um die Bemessung unserer Deckenbauteile kümmern. Wie sieht es hier mit unseren Ergebnissen aus? Feldbewehrung unten, oben, Querkraftbewehrung. Aber auch da nochmal der Hinweis, damit wollen wir uns jetzt in diesem Webinar nicht vertiefend beschäftigen. Aber jetzt sehen wir natürlich vielleicht hier im Register Nachweise, hier taucht keine Schaltfläche auf, Biegebemessung wandartiger Träger. Diese Aufgabe, dieses Bauteil zu bemessen, unter der hier dargestellten
kompletten Belastungssituation diese Aufgabe, die führen wir im Baustatikmodul durch, beispielsweise. Denn die Baustatik, die kann das viel besser wie Mikrofee. Die Baustatik liefert uns auch eine komplette Bewährungswahl mit Aufhängebewährung, mit Randsteckern und so weiter. Und alles, was wir für die Bemessung dieses Bauteils brauchen, das können wir uns hier nochmal in einer Übergabe angucken. Das finden wir zum Beispiel hier, wenn wir auf den wandartigen Träger klicken, finden wir hier den Eintrag Übergabe. Ja, und jetzt auf den ersten Blick sieht es aus wie das Lastübergabeprotokoll, was wir ja bereits jetzt schon mehrfach hatten. Aber diese Ausgabe ist etwas länger. Wir sehen hier oben, kleiner Tipp, im Menüband können wir auf die Kapitelstruktur zurückgreifen. Und da sehen wir, gegen Ende dieser Ausgabe gibt es auch die Übergabe für Detailnachweise. Und da sehen wir, dass jetzt für diese wandartigen Träger das Mikrofee-Modell Übergaben für das Baustatikmodul S360 vorbereitet hat. Da geht es natürlich um die Querschnittsabmessung. Aber Sie sehen, es geht noch weiter. Es geht auch um Feldlängen. Das heißt, das Mikrofee-Modell hat hier Felder erzeugt oder erkannt, dass wir hier ein Zweifeldsystem haben. Und dann geht es noch ein Stück weiter. Dann kommt die ganze Belastungssituation aufgeteilt. Bei Lastangriff hier sehen wir Lastangriff unten am Bauteil oder oben am Bauteil. Ja, Sie erinnern sich bei der Darstellung hier den größten Wert mit 316 kN pro Meter. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir von diesem Bemessungs- oder Übergabeprotokoll zu unserer Bauteilbemessung? Und dazu verlassen wir jetzt dieses Mikrofee-Modell, wechseln in die Baustatik und auch da haben wir ein kleines Modell schon mal vorbereitet. Sie sehen, es gibt hier einige Positionen. Auch da war ich einfach mal so frei und habe vier S019-Positionen angelegt, vorbereitend, um mir jetzt in dem Embinar etwas Tipparbeit zu sparen. Also wir fügen jetzt unsere vier FE-Berechnungen für die einzelnen Geschossdecken in unser Statikdokument ein. Decke D02 wird die Decke über dem zweiten Obergeschoss und so wiederhole ich das einfach, dass wir noch als weiteres Position D03 mit dem Modul S019 noch die Decke über dem ersten OG in das Statikdokument einfügen. Und zu guter Letzt dann noch die Decke D04, unsere Decke über dem Erdgeschoss. Gut, jetzt haben wir diese vier Berechnungen bzw. die vier Ausgaben unserer FE-Berechnungen in unser Statikdokument integriert. Können wir noch mal kurz durchklicken, die Position D01, das war hier unsere Dachdecke. Sie erinnern sich in Kapitel Belastung, hier haben wir den Lastwert QKS eingetragen für die Schneebelastung. Auf die Abbildung der Windlasten habe ich jetzt hier verzichtet. Wir haben ja einen hohen Eigengewichtsanteil. Da spielt es für die Deckenbemessung kaum eine Rolle. Dann haben wir das Bauteil D02, Decke über zweitem OG. Auch hier vielleicht nochmal ein kurzer Blick in die Belastungssituation. Da haben wir ja unseren Lastwert für den Wohnraum mit unseren Lastfeldern. Und dann setzt sich das fort, Decke über dem ersten OG. Hier zur Erinnerung natürlich unsere wandartigen Träger W22, W92. Die tauchen natürlich auch in dieser Dokumentation auf mit den von uns gewählten Abmessungen. Und dann haben wir das Bauteil D4, die Decke über dem Erdgeschoss, auch mit unseren beiden wandartigen Trägern. Und wir sehen natürlich auch an dieser Stelle unsere wandartigen Träger. Und hier sehen wir auch die Feldlängen und die werden wir ja gleich benutzen für die Bemessung in der Baustatik. Und noch ein weiterer Hinweis, bei der Position D4 finden wir ja am Schluss des Kapitel Übergabe
mit der Übergabe für die Detailnachweise. Und da finden wir eben unsere Position W22 mit den entsprechenden Lastangriffen unten und oben. Ja, wie kommen wir jetzt von diesem Protokoll zu unserer Bauteilbemessung? Folgendermaßen gehen wir vor. Die Zusammenführung unserer FE-Berechnung hat jetzt nicht nur den Vorteil, dass wir ein komplettes Statikdokument erhalten. Für die Bemessung der wandartigen Träger ist es auch ein notwendiger Schritt der Vorbereitung. Und zwar, wenn wir jetzt unsere Position D04 markieren, also das FE-Modell, in dem die wandartigen Träger modelliert sind, mit Decke unten angeschlossen, können wir über das Register Detailnachweis auf diese Übergaben zurückgreifen. Sie kennen diesen Weg vielleicht vom Durchstandsnachweis oder wenn Sie eine Bodenplatte bemessen, können wir über den Weg auch die Bohrpfähle, die Bemessung der Bohrpfähle erreichen mit Baustatikmodulen. Aber hier jetzt kümmern wir uns um die wandartigen Träger. Wir klicken auf OK. Ja, und jetzt stellen wir fest, es wurden zwei Positionen erzeugt. Position W22. Sie sehen, dieser Name, den wir einmal eingangs in Vicado im Strukturmodell hinterlegt haben, der zieht sich jetzt durch die ganze Bearbeitung. Ja, und wir sehen, in dieser Position W22 im Kapitel System wird gezeigt, dass es hier eine Verbindung gibt, eine Übernahme aus der Position D04. Und es werden die Feldlängen übernommen, die Auflagerdefinition wird übernommen. Die Belastung hier auch nochmal grafisch dargestellt wird auch übernommen. Ich gehe hier mal auf die Darstellung anpassen an die Seitenhöhe. Materialquerschnitt wird auch übernommen, Festigkeit oder auch die Querschnittsabmessung. Und damit haben wir hier sofort eine Bewährungswahl. Aber wir sehen auch, noch ist das Bauteil nicht nachgewiesen. Wir sehen, hier gibt es Fehlermeldungen, Versagen der Betondruckstrebe, Auflage A und B. Ja, da müssen wir natürlich noch prüfen. Da sind wir als Tragwerksplaner jetzt noch nicht am Ziel. Wir haben hier in der Zusammenfassung zum Beispiel jetzt die Übersicht. Da müssen wir noch etwas verändern, damit unsere Bauteile nachweisbar sind. In diesem Embinar wollen wir Ihnen jetzt den Weg zeigen, ganz bewusst, wie sieht es jetzt aus, wenn wir zum Beispiel jetzt die Querschnittssituation verändern wollen. Wie unser Ziel ist jetzt, wir wollen den Nachweis erfüllen, indem wir unser Bauteil verbreitern. 24 cm haben wir jetzt, wir brauchen aber eine Veränderung. Ja, und wir sehen, wir sind immer noch in der Position 2.2. Wir sehen ja im Kapitel Materialquerschnitt, die Eingabe vom Querschnitt ist blockiert, weil wir ja diese Werte übernehmen. Und es wäre jetzt natürlich mühsam, dass wir jetzt ins FE-Modell wechseln, um dort was zu ändern. Dann kommen wir zurück und merken, vielleicht die Änderung hat uns gar nicht ans Ziel geführt. Deswegen wichtiger Hinweis, wir können hier im Kapitel System den Umfang der Übernahme steuern. Und wenn wir jetzt erstmal diesen Haken setzen, können wir in der Folge entscheiden, was wir übernehmen wollen. Ich wähle jetzt im ersten Schritt nochmal alle Haken aus. Jetzt haben wir also Feldlängen übernommen, Auflagerlängen, Querschnitt, Querschnitthöhe, Belastung. Und unser Ziel ist es jetzt zu überprüfen, wenn wir den Querschnitt verändern, welche Änderung würde denn zum Ziel führen? Und dazu nehmen wir jetzt einfach den Haken bei Querschnitt raus. Und jetzt sehen wir, die Eingaben sind hier aktiv. Wir wählen natürlich C30, 37 und wir gehen erstmal auf die 24 cm und die 3,24 m Höhe, wie es ursprünglich war. Und jetzt probieren wir aus, nochmal einen Blick in die Zusammenfassung. Wir sind hier bei 134% Überschreitung am Auflager B. Und jetzt probieren wir mal aus, wenn wir auf 30 cm Querschnittsbreite gehen. Ja, dann haben wir schon fast unsere Nachweise erfüllt. Vielleicht probieren wir hier noch eine andere Variante aus. Und zwar im Kapitel Bewährung. Wir definieren hier
eine Auflagerausbildung. Und zwar würde ich gerne mal probieren, eine Druckbewehrung am Auflager vorzunehmen. Gehen wir auf alle Auflager. Wir wollen die vier Stäbe der Stütze einfach in das wandartige Trägerbauteil verlängern. Probieren wir mal 14 mm Durchmesser aus. Ja, und jetzt sehen wir, die Position W2.2 hat jetzt keine Fehlermeldung mehr. Und wir sehen jetzt in der Zusammenfassung am Auflager B, wären wir jetzt bei 96%. Und damit hätten wir die Position W2.2 nachgewiesen. Jetzt müssen wir natürlich nur überlegen, wir haben den Querschnitt verändert. Und die Änderung des Querschnitts bedeutet natürlich auch, das Bauteil wird steifer und hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere FE-Berechnungen. Das heißt, jetzt wissen wir aber, die 30 Zentimeter, die sind zielführend. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück, um unsere beiden FE-Modelle an diese Änderung anzupassen. Wir haben natürlich zwei FE-Modelle jetzt noch mal zu bearbeiten. Einmal Decke über ersten OG. Da sind ja unsere beiden Bauteile vorhanden. Wir selektieren uns beide Bauteile mit gedrückter Steuerungstaste und tragen jetzt unsere Wanddicke ein von 30 cm. Das FE-Modell können wir sofort mit Schließen wieder verlassen. Microfee erkennt die Änderung, wird also eine neue Vernetzung durchführen, eine neue Berechnung durchführen und auch die Deckenbemessung aktualisieren. Wir sehen jetzt, in der Folge wird automatisch auch D04 berechnet. Wir bekommen ja bereits jetzt zum Beispiel höhere Belastungen übertragen, weil auch das Eigengewicht jetzt zugenommen hat. Aber die Berechnung D04, die warten wir jetzt noch ab, bis die beendet ist. Die müssen wir auch noch mal anpassen. Gehen noch mal auf Bearbeiten. Ja, und auch hier unsere beiden wandartigen Träger werden markiert, werden auf 30 cm Querschnittsbreite angepasst und auch dieses Modell wird von uns wieder verlassen. Ja, und hier werden wir jetzt gleich feststellen, wenn unsere Berechnung D04 abgeschlossen ist, wird natürlich in der Folge auch eine Neuberechnung unserer beiden wandartigen Träger durchgeführt. Ja, gehen wir wieder zur Position W2.2 zurück. Und hier will ich natürlich jetzt die Verbindung beim Materialquerschnitt wiederherstellen. Das hat natürlich faktisch keine Auswirkung, denn wir hatten ja vorher die Werte manuell eingetragen und jetzt übernehmen wir natürlich diese Werte. Die Position W9.2, die hat natürlich jetzt bereits, das sehen wir hier in der Ausgabe, die neue Querschnittsabmessung erhalten, 30 cm, hat natürlich auch die neuen Lastwerte erhalten. Das passt entsprechend auch. Ja, aber sie ist immer noch mit einem Fehler behaftet. Wir haben hier immer noch eine Markierung. Das sind die ähnlichen Überschreitungen. Und auch hier wollen wir den Weg mit der Auflagerdetaillierung wählen, dass wir die Bewehrung aus der Stütze hier als Druckbewehrung in das Bauteil verlängern. An der Stelle ein kleiner Tipp. Wir haben ja hier die Position W9.2, das Kapitel Bewehrung. Vielleicht wissen wir gar nicht mehr genau, was haben wir denn in der Position 2.2 eingetragen. Ich klicke hier einfach mit rechts auf das Kapitel und wähle aus Kapitel aus Position übernehmen. Und wir holen uns einfach das ganze Kapitel aus W2.2. Ja, und jetzt sind wir am Ziel. Beide Positionen sind ohne Fehler nachgewiesen. Durch den Weg zurück in die FE-Modelle und die Anpassung dort haben wir jetzt einen komplett schlüssigen Durchlauf und haben alle Bauteile korrekt berechnet und bemessen. Gut, jetzt gehen wir nochmal zu unserem Vicado-Modell zurück, denn wir sehen ja hier unsere Bewehrungswahl, die wir in jedem dieser beiden Positionen ermittelt bekamen, mit der Netzbewehrung, mit Matten, zusätzliche Bewehrung, die wir hier brauchen. Und das wollen wir uns im Vicado-Modell noch einmal angucken. Über die Taskleiste wechsle ich einfach zurück in das Vicado-Modell und hier rechts im Fenster Sichten
Da haben wir auch etwas vorbereitet, um jetzt Zeit zu sparen. Hier sind einige Sichten vorbereitet und da wähle ich jetzt aus diesen Ordner. Rechtsklick, ich will hier alle Sichten öffnen. Gut. Ja, und wir sehen schon hier einige Sichten. Da werden wir uns gleich noch drum kümmern. Sie sehen, der linke wandartige Träger ist ungestört. Der rechte wandartige Träger, der besitzt zwei Aussparungen, zwei Türöffnungen. Entschuldigung. Ja, und wie gehen wir mit dieser Situation um? Das werden wir uns im Anschluss gleich noch betrachten. Aber zuerst kommen wir noch auf einen anderen wichtigen Aspekt. Wir beginnen erstmal mit der Bewährung für den ungestörten Träger. Im Register Bewährung gehen wir auf die Option Bewährung übernehmen. Und in den Eigenschaften auf der rechten Seite wählen wir aus. Links das Bauteil war W2.2. Ja, und jetzt sehen wir, die Bewährung hängt an der Maus. Und jetzt müssen wir aber leider feststellen, wir haben ja durch die Nachweisführung gemerkt, das Bauteil musste dicker werden. Das heißt natürlich, auch im Architekturmodell müssen wir jetzt natürlich diese Änderung auch vornehmen. Und müssen jetzt natürlich überlegen, vielleicht auch zusammen mit dem Architekt, wenn dieses Bauteil jetzt dicker wird, wo wird das platziert? Wird es jetzt linksbündig, rechtsbündig oder zur Achse bezogen, dicker ausgebildet? Ja, um das etwas zu verdeutlichen, blende ich uns einfach mal ganz kurz noch das Erdgeschoss mit ein. Und da sehen wir schon im Erdgeschoss, sitzt eine Stütze, die hat 30 cm. Das heißt, aus Tragwerksplaner Sicht würde ich jetzt vorschlagen, unser Bauteil wandartiger Träger, das soll von der Achsenlage her bleiben und in beide Richtungen dicker werden. Und das probieren wir hier auch aus. Wir markieren uns beide Bauteile wandartiger Träger und dann sehen wir sofort rechts die Eigenschaften, erzeugen hier 30 cm. Und damit passt das genau. Sie sehen, an diesem roten Punkt ist die Bezugskante dokumentiert. Wir hätten uns auch, das sehen wir hier rechts, von der Wandachse lösen können auf Innen- oder Außenseite, wenn wir eine andere Entscheidung herbeiführen wollen. Aber wie das so häufig jetzt ist, wenn wir was ändern, ganz kurz, das Erdgeschoss schalten wir wieder weg. Diese Änderung der Wanddicke hat natürlich auch hier Auswirkungen auf die angrenzenden Wände und das passen wir natürlich auch nochmal an. Gehen wir auf die Trim-Funktion und dann schieben wir die Wände vom Treppenhaus noch an die entsprechende Stelle. Ja, jetzt passt unser Modell wieder. Wir gehen wieder auf Bewährung übernehmen. Wenn die Ausrichtung mal nicht passt, drücken wir auf die Taste R. Dann haben wir das entsprechend wieder ausgerichtet. Und dann platzieren wir zuerst in der Draufsicht, also horizontal die entsprechende Lage. Und dann gehen wir noch in den Schnitt AA und platzieren das Ganze noch vertikal. Ja, auch hier noch ein wichtiger Hinweis. Jetzt könnte ja der Eindruck entstehen, unser Bauteil, unsere Bewährung, die wir hier übernehmen, die scheint etwas vertikal gesehen zu klein zu sein. Ich platziere die jetzt erstmal auf halber Geschosshöhe. Dazu nehmen wir unter Konstruktionslinien Mittelpunkt konstruieren. Und dann setze ich uns das einfach mal hier an die Stelle ab. Ja, wie kommt es jetzt zu dieser Situation, dass unser Bewährungselement, was wir hier übernehmen, an der Oberseite nur bis zur halben Decke, an der Unterseite nur bis zur halben Decke reicht. Um das etwas zu erläutern, gehe ich ganz rechts in das Fenster Modell und wir schalten uns hier einfach mal Strukturelement Wand und Strukturelement Stütze mit sichtbar. Und da sehen wir die Ursache.
Ausgangspunkt für unseren Ablauf war ja das Strukturmodell. Das Strukturmodell ist ein Systemlinienmodell. Das heißt, das Strukturelement dieses wandartigen Trägers reicht von dem Strukturelement Decke oben bis unten. Und das Strukturelement ist damit ja oben eine halbe Geschossdecke, unten zu klein. Da das eine häufige Situation ist, haben wir da natürlich auch eine einfache Lösung. Wenn wir noch mal kurz zurückgehen über die Taskleiste zur Baustatikposition und uns hier noch mal den Umfang der Steuerung angucken, dann sehen wir, wir haben die Möglichkeit beim Querschnitt die Querschnittshöhe getrennt zu steuern. Und wenn ich jetzt diesen Haken einfach mal abwähle, dann sind wir in der Lage, die Querschnittshöhe zum Beispiel mit plus 22 abweichend vom zugrunde liegenden Strukturelement anzupassen. Das wiederholen wir noch bei der Position W9.2. Auch hier wählen wir unsere Höhe von entsprechend dem korrekten Wert 3,46 m. Also 346, die Eingabe erfolgt hier in Zentimeter. Gehen wir in das Vicado-Modell zurück. Wir haben ja die Übernahme bereits durchgeführt und sehen jetzt hier unser Bewährungselement, was wir übernommen haben. Das ist jetzt eine Einheit aus allen Verlegungen. Und solange diese Einheit noch besteht, sehen wir rechts, wir können auf Aktualisieren klicken und dann passt jetzt auch die Höhe. Ja, und dann wiederholen wir das nochmal für den wandartigen Träger rechts. Auch da gehen wir auf die Bewährungsübernahme aus der Baustatik, wählen jetzt die Position W9.2 aus, platzieren erst im Grundriss und als nächstes im Schnitt für die vertikale Lage. Ja, und jetzt sehen wir in der Visualisierung, für die Erreichbarkeit der Räume hinter dieser Wand kann natürlich die Bewährung jetzt stören. Das heißt, hier müssen wir natürlich die Bewährung anpassen. Und wenn wir nochmal in die Baustatikposition zurückblicken, dann sehen wir, das Modul S360.de für den wandartigen Träger arbeitet auf Grundlage des Heftes 240. Und das Verfahren, was hier beschrieben wird, ist nicht in der Lage, mit Aussparungen umzugehen. Das heißt, wir haben hier ein Ersatzsystem, ein Biegebalken und die Ergebnisse werden dann umgerechnet und verwendet für dieses Bauteil wandartiger Träger. Da haben wir keine Chance, eine Aussparung zu berücksichtigen. Ja, wie gehen wir jetzt vor, wenn wir aber, was hier häufig der Fall ist, auch mit einer Aussparung zu tun haben? Auch da bietet die WorkSuite eine Lösung. Und im ersten Schritt würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir in den Projektmanager zurück und öffnen im Register Microfee noch einmal das Modell fürs Erdgeschoss. Ja, in der 3D-Darstellung, wir erinnern uns, Modell Erdgeschoss beinhaltet die wandartigen Träger, die nach oben steigen. Und in diesem Modell, von dem haben wir ja auch zu 360 übernommen, finden wir im Systemmenü unter Exportieren den Eintrag, dass wir die Bauteile wandartigen Träger, die es in dem Modell gibt, zusätzlich als Scheibenmodell extra berechnen können. Und das probieren wir jetzt aus. Wir sehen alle Positionen des Modells aufgelistet. Und wir konzentrieren uns auf die Position 9.2, das ist das Bauteil hier rechts. Ich klicke auf OK. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Jetzt sehen wir, dieses Scheibenmodell wurde angelegt. Es trägt den Namen EG W9.2, also der Positionsname des wandartigen Trägers, plus der Modellname hier des Plattenmodells bildet diesen Namen. Das Modell können wir jetzt wieder verlassen. Und hier sehen wir das neu erzeugte Scheibenmodell. Das sehen Sie auch hier, Microfee 2D-Scheibe. Per Doppelklick können wir dieses Scheibenmodell jetzt öffnen.
Ja, und hier bekommen wir ein ganz ähnliches Bild wie in der Baustatik. Wir bekommen jetzt alle Informationen aus diesem 2D-Plattenmodell übertragen in dieses 2D-Scheibenmodell. Wir sehen unser Bauteil W9.2 mit den 30 cm Wandstärke. Wir sehen, das Ganze ist ein Zweifeldträger. Wir haben hier ein Linienlager mit einer entsprechenden Länge von 30 cm, die wir hier vorfinden. Und wir sehen jetzt, alle drei Linienlager, die wir hier sehen, sind gelagert, Translation R und S. Und hier überlegen wir uns natürlich, wir wollen nur auf der linken Seite das horizontale Lager ausbilden. Das müssen wir dann natürlich entsprechend entscheiden. Wir nehmen hier die beiden Positionen und nehmen uns die Lagerung R raus, damit wir natürlich nur auf der linken Seite die horizontale Lagerung abbilden. Wenn wir jetzt bei allen Lagern die horizontale Lagerung beibehalten würden, würden sich ja sehr schön Druckbogensituationen einstellen. Das ist ja nicht die Situation, wie wir sie verwenden wollen. Ja, und der Vorteil in diesem Scheibenmodell ist natürlich, wir arbeiten hier mit der FE-Methode und wir können hier jetzt natürlich auch unsere Aussparungen berücksichtigen. Die modellieren wir uns hier bezogen zur linken unteren Ecke. Eingabeoption Rechteck über zwei Punkte. Hier ungefähr will ich starten. Drücken wir auf die Taste X, um die Koordinate nach rechts einzutragen. Das wären 2,30 Meter. Nach unten bzw. nach oben gehen wir 40 cm. Enter. Damit haben wir den Startpunkt links unten dieses Rechteckes modelliert. Nach rechts oben gehen wir ungefähr in die Richtung wieder Taste X. Sie sehen rechts unten, die Eingabe ist aktiv. Die Aussparung wird 1,15 Meter breit und 2,30 Meter hoch. Ja, das ist die erste Aussparung und die zweite erhält einen lichten Abstand von 1,05 Meter. Also markieren wir die Position, gehen im Register Bearbeiten auf Verschieben mit Kopie und dann wählen wir das Objekt. Ich gehe einfach hier auf die Ecke, drücken wir auf die Taste A, da finden wir wieder unten in der Eingabe unsere 1,15 Meter plus 1,05 Enter. Ja, jetzt haben wir dieses Modell um die Aussparungen erweitert und wir gucken uns direkt schon einmal unser FE-Netz an. Und da natürlich auch ein wichtiger Hinweis, das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis das Netz und die ganzen Lasten generiert sind. Das Netz, was uns hier präsentiert wird, ist natürlich für unsere konkrete Situation viel zu grob. Wir sollten hier schon versuchen, dass wir hier mehrere FE-Elementreihen in diesen einschnürenden Bereichen erzeugen als eine einzige. Im oberen Bereich gilt es natürlich ganz genauso. Gut, das wäre jetzt also unser Netz. Die Maschenweite, die passen wir hier entsprechend in unseren Positionseigenschaften an. Und ich schlage jetzt einfach mal vor, auf eine Maschenweite von 10 cm zu wechseln. Sie erinnern sich, wir haben ja unterhalb der Aussparungen 40 cm. Bei 10 cm kommen wir zumindest auf 4 FE-Element rein. Wenn das Bauteil größer ist, würde ich Ihnen empfehlen, den Netzverfeinerungsbereich zu platzieren. Dann können wir auch rein örtlich das Netz feiner gestalten. Aber bei unserem Beispiel wählen wir die Vernetzung für die ganze Wand. Und nur noch mal ein Hinweis zu unserer Belastungssituation hier zum Beispiel am Kopf. Wir finden hier in den Eigenschaften die einzelnen Lastwerte in Klammern dargestellt. Das heißt, diese Werte werden auch aktualisiert. Wenn sich am Plattenmodell noch mal der Lastwert verändern würde, dann bekommen wir hier natürlich auch die aktuelle Belastungssituation live übertragen. Ja, wir gehen jetzt ins Register Nachweise oder gucken und führen jetzt mal eine Bemessung durch. Wir sehen jetzt schon unser FE-Netz. Ja, wie angekündigt, bei den 10 cm haben wir also 4 Elementreihen hier in dem einschnürenden Bereich unterhalb der Öffnungen. Das, denke ich, ist hier schon sinnvoll von der Maschenweite. Die Bemessung dauert jetzt einen kleinen Moment.
dieses Scheibenmodells. Gut, und damit sehen wir jetzt, unser Ergebnis wird uns dargestellt. Vielleicht gehen wir mal auf der rechten Seite auf die Darstellung Q-Matten. Und dann sehen wir durch die Aussparungen, wie sich hier im unteren Bereich entsprechend der Bewährungsbedarf einstellt. Und das heißt, diese Ergebnisse, vielleicht wollen wir das hier noch etwas genauer darstellen. Wir können hierzu eine Auswertungslinie oder mehrere Auswertungslinien platzieren. Ich erzeuge die zum Beispiel hier einfach mal als Linie an diesen Eckpunkten. Und dann sehen wir, wie das natürlich wechselt. Auf der einen Seite haben wir oben den höheren Längsbewährungsgehalt, den wir brauchen. Auf der anderen Seite der Öffnung entsprechend unten. Da haben wir hier immer einen Wechsel. Ja, und jetzt, wie gehen wir ingenieurgemäß vor? Kleiner Tipp. Wir haben jetzt ja zum einen in unserem Baustatik-Modul dieses Bauteil bewährt, haben hier Bewährungsmengen ermittelt bekommen und sehen hier eine Q257 wird hier als Flächenbewährung vorgeschlagen. Und wir können jetzt natürlich die Ergebnisse beider Berechnungen bei der Bewährungswahl addieren und beides berücksichtigen. Wir wählen nochmal die Eigenschaften der Position W9.2 und tragen vielleicht schon einmal diesen Wert 257 als Grundbewährung ein und unsere Auswertungslinien, wir haben ja gesehen, das wechselt mal oben, mal unten, würde ich jetzt gerne noch teilen in der halben Höhe, also dass wir einmal eine Linienauswertung haben, oben und unten sozusagen. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück, am schnellsten über die letzten Ausgaben, zur Scheibenbemessung und gucken uns jetzt nochmal das Ergebnis an. Wenn wir also den Grundwert der Bewährung schon mal eingetragen haben. Sie haben gesehen, die 257 haben wir für R- und S-Richtung eingetragen. Das gilt dann natürlich für beide Wandseiten, auf die wir blicken, und die abgewandte Seite. So, wo ist mein Modell hin? Ja, und jetzt sehen wir schon, durch die Eintragung der Grundbewährung haben wir natürlich, stellen wir fest, dass die größten Bereiche unseres Bauteils mit dieser Grundbewährung bereits abgedeckt sind. Und wir stellen fest, dass wir durch die Aussparungen hier natürlich im unteren Bereich unterhalb der Aussparungen noch weitere Bewährungen zulegen sollten. Die Auswertungslinien, die hatte ich geteilt mit folgendem Hintergrund. Wir sehen ja rechts die Option Auswertungsobjekte. Und hier wählen wir aus, wir wollen uns zum Beispiel den Mittelwert betrachten oder wir können uns entsprechend auch die resultierende Bewährung betrachten und sehen damit natürlich, wie viel Bewährung ist in dem Bereich noch zusätzlich einzulegen. Und diese Informationen, die führen wir jetzt in Vicado zum Abschluss dieses Webinars noch zusammen. Dass wir jetzt zum Beispiel überlegen, wie bilden wir jetzt diese zusätzliche Bewährung hier noch entsprechend ab. Gut, gehen wir in die Ansicht und wir müssen hier natürlich etwas Platz schaffen.
Wir haben hier unsere Flächenbewehrung und damit wir jetzt entsprechend die einzelnen Verlegungen bearbeiten können, nutzen wir unter Bearbeiten das Zerlegen und dann fangen wir erstmal damit an, über das Kontextregister Verlegung Aussparungen in die Flächenbewehrung vorzugeben. Das führen wir zweimal aus, denn wir haben ja auf beiden Seiten entsprechend Bewehrung verlegt. Und da wählen wir auch nochmal Aussparung entsprechend aus. Ja, damit sehen wir schon in der Visualisierung. Das wird jetzt schon besser. Die Aussparungen können wir hier erkennen. Und jetzt berücksichtigen wir, jetzt gucken wir uns natürlich vielleicht mal noch die weiteren Bewehrungen an. Nochmal ein Blick zurück in die Baustatik. Die hat natürlich hier über dem Stützmoment, über dem Innenstütze hier Längsbewehrung ermittelt. Und die sehen wir natürlich auch hier über den Bereich. Hier haben wir eine Bewehrung und unterhalb. Und die würde ich jetzt natürlich über die Option Bearbeiten, Trimmen entsprechend nach oben schieben, oberhalb der Aussparung anordnen. Auch das wiederholen wir ein zweites Mal, denn wir haben ja auf beiden Seiten hier entsprechend Bewehrung. Ja, als nächstes sehen wir die Bewehrung, die wir hier unten sehen. Die ist mehr oder minder komplett im Öffnungsbereich. Die nehmen wir im ersten Schritt über Löschen weg. Die werden wir natürlich dann vom Gehalt hier im unteren Bereich noch mit berücksichtigen. Als nächstes sehen wir, unterhalb der Öffnung hat uns das Baustatikmodul eine Längsbewehrung, na, wo haben wir sie? Längsbewehrung erzeugt. Und diese Längsbewehrung, die ist hier feldweise angeordnet. Und jetzt überlegen wir uns vielleicht, wir haben jetzt ja unsere Aussparungen eingebaut. Uns würde es jetzt besser gefallen, wenn diese Bewehrung durchläuft. Das können wir natürlich auch entsprechend anpassen, dass wir zum Beispiel sagen, hier auf der rechten Seite die Bewehrung, die löschen wir weg. Und die Bewehrung, die links übergeben wurde, die passen wir an. Die wollen wir bis auf die rechte Seite durchführen. Wie verlängern wir die Bewehrung? Wir gehen am einfachsten auf die Option Verlegen und da sehen wir in Vicado, die Bewehrung hängt an Schalkanten. Die Baustatik hat hier, um dieses Feld abzubilden, so eine Art fiktive Schalkante im Bauteil erzeugt. Die verlegen wir an den Rand. Und wenn wir jetzt den Randabstand bearbeiten wollen zu dem Rand, dann sehen wir, der ist aktuell bei 3,17 Meter. Das Eisen hat sich dadurch nicht verändert. Und hier will ich zum Beispiel 3 cm Randabstand und dann wird das Eisen schon mal länger. Auf der anderen Seite wiederholen wir das, Schalkante anbinden. Von dem Rand wollen wir zu dem wechseln und passen auch nochmal den Randabstand entsprechend auf 3 cm an. Als nächstes, wir erinnern uns an das Mikrofee-Ergebnis. Wir brauchen hier mehr Bewehrung. Wenn wir das jetzt zum Beispiel unserer Bemessungstafel nachschlagen, dann könnten wir diesen Bewehrungsgehalt großzügig zum Beispiel abbilden mit insgesamt 4 Durchmesser 14, dass also 2 Durchmesser 14 unten liegen, 2 Durchmesser 14 oben. Und das passen wir jetzt in den Eigenschaften an. Wir haben hier also jetzt nicht mehr 12, sondern 14 mm Durchmesser. Und in der Aufteilung gehen wir von 2 Eisen entsprechend auf 4. Das gilt natürlich für beide Seiten. Also gehen wir nochmal auf die Bewehrung auf der anderen Seite. Auch hier gehen wir auf Durchmesser 14. Da habe ich eben nicht aufgepasst. Eigentlich hätte ich beide Verlegungen gleichzeitig selektieren können. Dann hätte ich das in einem Rutsch erreicht. Jetzt haben wir das zweimal durchgeklickt. Und dann haben wir also, wir sehen es hier schon direkt in der Visualisierung, haben wir den unteren Bereich jetzt stärker bewehrt, entsprechend der Ergebnisse aus dem zusätzlichen FE-Modell. Ja, jetzt legen wir noch einen weiteren Schnitt an. Wir haben es fast geschafft, sind hier mit der Bewehrungsanpassung durch. Ich lege uns noch einen Schnitt an im Bereich der Aussparung. Auf der rechten Seite gebe ich vor, wir sind ja hier im Schnitt B. Dann soll der nächste Schnitt den Namen C tragen und den Schnitt, den lege ich uns hier entsprechend an, Blickrichtung nach rechts, Bewehrungsplan.
Da sehen wir auch unsere Randstecker bzw. die Aufhängebewehrung. Die ist natürlich im Bereich der Öffnung noch zu viel. Auch hier klicken wir die Verlegung an, gehen auf Bearbeiten und teilen einfach diese Verlegung. Zum Beispiel einmal hier und dann noch hier und an der Stelle und noch ein weiteres Mal. Und damit haben wir das im Bereich der Öffnung freigeschnitten. Können wir die Bewehrung löschen. Und da hat was nicht geklappt. Da habe ich auf Enter wohl vergessen zu drücken. Das sollte C werden. Und jetzt sehen wir, ersatzweise müssen wir natürlich im Bereich der Aussparungen jetzt einen Bügel einlegen. Dann gehen wir ins Register Bewehrung und wählen hier den Schalter Bügelverlegung aus. Als Eingabeoption, wir wählen noch eine Vorlage. Und als Eingabeoption können wir häufig auf die Fläche zurückgreifen. Hier klappt es so noch nicht. Wir haben ja zwei Bauteile, die wir hier bewehren, verbindend bewehren. Deswegen gehen wir auf die Eingabe Polygon und erzeugen jetzt völlig manuell die entsprechende Biegeform, die wir hier brauchen. Und diese Biegeform, zum Beispiel sehen wir das jetzt hier im Abstand von 15 cm, werden wir jetzt im Bereich der Aussparungen verteilen. Wir nehmen die Eingabeoption Kante und dann klicken wir einfach die Kante hier entsprechend an. Einmal links, einmal rechts und haben jetzt auch den Bereich noch weiter bewährt. Die Längseisen, die hätte ich gerne noch ein Stück weiter oben. Auch hier können wir auf die Option Schalkante bearbeiten zurückgreifen. Wir erinnern uns, die Bewehrung kommt ja aus der Baustatik. Die hat hier auch eine fiktive Schalkante. Das passen wir an. Und ändern noch den Randabstand, zum Beispiel auf 4 cm. Und dann rutscht diese Bewehrung auch noch ein Stück weiter nach oben. Ja, und jetzt sind wir fast am Ende. Vielleicht noch etwas konstruktive Bewehrung, um diese Aussparungen einzufassen. Da gehen wir jetzt nochmal ins Register Bewehrung, auf die automatische Bewehrung. Da finden wir den Bereich der Wandöffnungen, nehmen wir uns die Vorlage Fenstereinfassung und rechts können wir jetzt noch entscheiden, wie lang werden jetzt zum Beispiel diese Randstecker. Ich will hier noch Schrägeisen anordnen und im Register Bewehrung wollen wir auch natürlich noch diese Schrägeisen aktivieren. Die Vorlage habe ich mich verklickt, ich will ja die Türeinfassung verwenden. Mit den Schrägstäben oben und jetzt können wir die Aussparungen anklicken. Dann bekommen wir hier auch noch konstruktiv diese Bewehrung, die Bewehrungseinfassung hier erzeugt mit den Schrägstäben und haben damit auch das zweite Bauteil wandartiger Träger entsprechend bewehrt. Zur Erinnerung, wir haben das Bauteil mit zwei Strategien bemessen. Einmal mit der Baustatik, mit der Position 9.2. Diese Berechnung hat uns einen Bewehrungsvorschlag ermittelt für Zugbänder, für Randstecker, für die Feldbewehrung. Ergänzend haben wir mit Mikrofene 2D Scheibenbemessung durchgeführt und haben erkannt, dass wir in dem Bereich hier unten noch Bewehrungszulagen brauchen. Im oberen Bereich sehen wir das auch, aber in den Feldern haben wir ja auch schon Längsbewehrung eingelegt und damit haben wir eine gute Lösung gefunden, um eben diese beiden Rechenverfahren mit ihren jeweils Stärken, nämlich der Bewehrungswahl und der Berücksichtigung der Aussparungen, haben wir damit sinnvoll kombiniert. Gut, damit wären wir jetzt soweit mit unserem Vortrag durch. Ich sehe, einige Fragen sind jetzt entsprechend noch offen. Die gucken wir uns vielleicht gemeinsam an. Die erste Frage, die hier auftaucht, war eine Frage nach der Höhe des wandartigen Trägers. Sie erinnern sich ja vor ein paar Minuten, beim wandartigen Träger links haben wir ja festgestellt, die Ergebnisse, die Bewehrung, die war erst von der Höhe noch nicht exakt passend zum Architekturmodell. Diese Diskrepanz, die finden wir, wenn wir hier mit einem mechanischen Modell arbeiten, was sich auf Systemlinien bezieht. Und wir müssen überlegen, für die Bemessung ist es natürlich
sinnvoll, dass wir die volle Höhe ausreizen, die dieses Bauteil uns zur Verfügung stellt. Denken Sie zum Beispiel an die FE-Berechnung. Wir haben hier mit 40 cm Materialstärke gearbeitet. 20 cm davon sind quasi in Lage der Decke und dann nochmal 20 cm als Aufdopplung auf der Decke. Man sieht es hier ja auch in Vicado im Schnitt. Und wenn wir jetzt hier natürlich die halbe Deckenstärke nicht berücksichtigen würden bei der Bewährungswahl, bei der Bemessung, das könnte natürlich dann auch schon eng werden. Also hier nutzen wir natürlich die Querschnittsabmessungen voll aus, die uns zur Verfügung stehen. Gut, was haben wir als nächstes? Ja, dann gab es eine Frage nach der Länge der Blocklasten. Sie erinnern sich nochmal an die Baustatik. Da sehen wir ja hier unsere Belastungssituation mit den Blocklasten. Diese Längen der einzelnen Blocklasten beträgt maximal 1 Meter. Das wird gleichmäßig aufgeteilt. Und dieses Maß ist fest hinterlegt. Also als Anwender können wir hier keine abweichende Länge vorgeben. Wir erhalten das in einer Länge von 1 Meter. So, nächste Frage. Nächste Frage betrifft die Aufhängebewehrung. Das hatten wir ja auch schon in der Anwendung betrachtet. Wir unterscheiden zwischen der Belastung beim wandartigen Träger, die oben angreift. Das ist natürlich kein Problem. Die sitzt an Oberkante. Die ist natürlich direkt auf dem Bauteil. Die Bewehrung, die unten angrenzt. Hierfür brauchen wir natürlich eine Aufhängebewehrung. Und die wird im Baustatikmodul natürlich mit berücksichtigt. Die ist bei unserer Bewehrungswahl entsprechend mit erfasst. Wir sehen ja hier Aufhängebewehrung, Streckenlasten. Also hier sehen wir, wie diese Bewehrung ermittelt wird. Wie gesagt, die ist hier in unserer Bewehrungswahl enthalten. Rein formal, da war ich vielleicht eben etwas schnell in unserem Bewehrungsmodell. Ich habe jetzt hier mal kurzerhand diese Randstecker weggelöscht und diese Randstecker sind ja unsere Aufhängebewehrung. Und jetzt eigentlich müsste man jetzt noch überlegen, die Randstecker, die ich hier, die Aufhängebewehrung, die ich hier gelöscht habe, die darf ich natürlich, sollte ich nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Und dann könnten wir hier zum Beispiel noch sagen, okay, wir haben hier einen Abstand von 15, den reduzieren wir vielleicht auf 8 cm. Um hier im mittleren Bereich einfach eine höhere Stückzahl einzubauen und auch an den anderen Rändern, zum Beispiel hier, könnten wir natürlich auch sagen, wir gehen hier auf die Aufteilung, wir erzeugen uns noch einen weiteren Bereich. Ja, erzeugen uns hier noch einen weiteren Bereich, der eine Länge vielleicht jetzt von 50 cm erhält, um eben hier dann auch mit einem geringeren Abstand zu arbeiten, um eben die Aufhängebewehrung im Bereich der Öffnung links und rechts der Aussparung dann entsprechend ersatzweise abzubilden. Gut, was haben wir noch für eine Frage gehabt? Letzte Frage. Geht in Richtung Mikrofee. Wir haben ja mit m110.de eine weitere Berechnung hier durchgeführt. In dem Scheibenmodell mit m110.de haben wir die Möglichkeit, die Aussparungen zu erfassen. Und hier haben wir festgestellt, dass natürlich durch die Aussparung der Bereich unterhalb höher beansprucht wird. Das, was wir hier sehen, ist das Ergebnis der Scheibenbemessung. Auf der rechten Seite sehen wir, das ist die Bewehrung in R-Richtung. R-Richtung ist hier, wenn wir die Wand anblicken, horizontal parallel zur R-Richtung angeordnet. Und diese Bewehrungsmengen, dadurch, dass wir die Grundbewehrung in die Position eingetragen haben, diese Bewehrungsmengen brauchen wir natürlich, um das Bauteil ausreichend zu dimensionieren. Und wie gesagt, damit haben wir uns zwei Ergebnisse addiert verwendet. Einmal die Bemessung in der Baustatik,
die uns die komplette Bewährungswahl liefert und hier noch ergänzend eine FI-Berechnung. Und wir sehen eben die Bewährung-Errichtung für eine Scheibenseite. Also diese Bewährung ist auf beiden Seiten dieses wandartigen Trägers einzulegen.